Sehr geehrtes Publikum, wir sind sehr froh, dass Sie alle heute hier sind mit uns gemeinsam und wir wollen das Programm fortsetzen. Haben ja schon einen wunderbaren ersten Teil mit dem großen Streichorchester unter der Leitung von Viktoria Wisniewski erlebt und werden jetzt fortsetzen, allerdings nicht ohne zwei, drei Worte vorher. Und zwar ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn heute hat ein großer Sohn dieser Stadt, Menachem Pressler, ein international hervorragender Pianist, seinen 100. Geburtstag. Er kann ihn leider nicht mehr feiern, er ist Anfang des Jahres leider gestorben. Und heute wäre sein 100. Geburtstag gewesen. Er musste diese Stadt in den Wirren der Nazizeit verlassen. Ein Großteil seiner Familie hat das nicht überlebt und er ist zurückgekommen nach Magdeburg, hat hier Konzerte gegeben, ganz berührende Konzerte mit der Magdeburgischen Philharmonie. Und ich möchte die Gelegenheit einfach nutzen, an diese wirklich unglaubliche Persönlichkeit, den tollen Menschen Menachem Pressler, zu erinnern. Er konnte bei seinen Schülern ziemlich sauer werden. Er hat unglaublich viele Schüler gehabt. Und zwar dann erst wurde er ungeduldig, wenn sie dreimal denselben Fehler gemacht haben. Wir werden nicht ungeduldig und wir freuen uns, dass heute die Mitglieder des großen Streichorchesters und der Luftikusse unseres Bläsernachwuchses mit uns gemeinsam das erste Stück des zweiten Teils spielen können und das ist sehr aufregend für alle. Ich denke, ein kleiner Unterstützungsapplaus könnte helfen. Und dann ist es mir zum Schluss eine ganz große Freude, den Herrn Martini und Herrn Pampam von der Magdeburger Freimaurerloge zu begrüßen. Ebenso bitte ich auch Dr. Jan Hösemann, den Vorsitzenden des Fördervereins, und Herrn Schuh, den Direktor des Konservatoriums, nochmal hier nach vorne. Liebe Künstlerinnen, liebe Künstler, meine Damen und Herren, es ist uns wieder mal eine besondere Ehre, hier auftreten zu dürfen und den Konservatorium und das Konservatorium mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Musik ist ja etwas ganz Besonderes. Musik weckt Emotionen, Musik öffnet unsere Herzen und gerade in der heutigen Zeit ist das unbedingt notwendig und dazu kann man eigentlich nicht oft genug Danke sagen zu dem, was hier geleistet wird. Lassen Sie uns also einen kleinen Scheck übergeben und ich hoffe, er wird sicherlich nützen. Ja, liebes verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer des Konservatoriums und Magdeburg, des Konservatoriums Magdeburg und Ihnen ganz besonders Herr Dr. Peter Martini und Herrn Fabian Pampam, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Unterstützung, die der Förderverein immer gut gebrauchen kann, um es einzusetzen für eine solche Veranstaltung wie heute. Und davon gibt es ja mehrere und man kann schon sagen, alle Jahre wieder treffen wir uns hier und hören ein so großartiges Konzert und ich möchte ganz ausdrücklich explizit auch danken, einmal den Leitern, Viktoria Wisniewski, für die Leitung des Großen Streichorchesters, das war eine tolle Leistung. Und ich bin natürlich ebenso und für das
das große Sinfonieorchester und ich bin sicher, es geht gleich ebenso großartig weiter. Bernhard Schneier, die alle beide und die beiden Orchester keine Mühe gescheut haben, uns heute ein so großartiges Konzert zu bieten. Ganz herzlichen Dank. Sie alle können auch etwas tun für den Förderverein, wenn Sie nicht schon Mitglied sind, aber so viele Mitglieder haben wir, glaube ich, nicht, wie hier heute sitzen. Deswegen können Sie Mitglied werden, aber Sie können auch spenden. Dafür müssen Sie nicht Mitglied werden. Wir würden uns freuen, weil wir damit eben solche Ensemble- und Orchesterarbeit möglich machen, wie wir das heute hier genießen können. Und damit möchte ich enden und Ihnen allen ein friedvolles Fest wünschen. Und alle Menschen auf dieser Erde einen festen und dauerhaften Frieden. Und enden möchte ich mit Worten von E.T.A. Hoffmann: Wo Sprache aufhört, fängt Musik an. Ich will mich nur ganz kurz in den Reigen natürlich des Dankes, Herr Martini, Herr Papam, ein, Herr Dr. Hülsenmann, einreihen, auch die Gratulationsgeschichte auch von meiner Seite. Ich will da anknüpfen, Herr Dr. Hülsenmann, wo Sie sozusagen aufgehört haben. Ich möchte noch einmal ausdrücklich der vielleicht irren Hoffnung einfach Ausdruck geben, dass von dem heutigen Nachmittag, übrigens auch dem morgigen Nachmittag, unseren Klängen, die wir hier, die die jungen Leute produzieren, übrigens auch am Dienstag, übrigens auch heute in der Nikolaikirche, übrigens morgen im Gesellschaftshaus, übrigens auch im Breitweg, also all die schöne Musik, die hoffentlich von unserem Konservatorium ausgeht. Ich will der irren Hoffnung Ausdruck geben, dass sie dazu beiträgt, dass die Welt ein wenig friedlicher wird, die ganze Welt, und mindestens möge diese Hoffnung bis nach Gaza und in die Ukraine reichen. So wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen ein friedvolles, aber übrigens nicht nur Ihnen, ich wünsche das allen Menschen auf der Erde ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Mögen wir in diesem Sinne Christi Geburt feiern.
Thank you.
Thank you.
Thank you.